Leute, heute habe ich 10 Sommerhacks für euch, mit denen ihr euch nicht nur für den Sommer vorbereiten könnt, sondern auch, wie ihr diesen überlebt. Viel Spaß! Hack Nummer 1 geht an alle, die im Sommer im Gesicht stark schwitzen oder auch zur öligen Haut neigen. Hier könnt ihr euch diese Papiertücher zum Abtupfen ganz einfach aus Backpapier oder auch gerne aus Kaffeefilter selber machen. Indem ihr das Papier einfach in kleine Stücke schneidet und fertig sind auch schon eure Abtupftücher. Wer sein Outfit etwas versüßen oder etwas stylischer aussehen möchte, kann einfach ein wenig Schmuck tragen. Sei es eine Uhr, Ringe, Ketten oder auch Armbänder, all dieser Schmuck peppt das gesamte Outfit auch schon direkt auf. Für einen perfekten Glow im Sommer kann man hierzu einfach Vaseline als Highlighter-Ersatz verwenden, ohne hierbei seinen Klamotten Verfärbung oder sonstiges zu verleihen. Nicht jeder von uns mit Sommersprossen gesegnet ist, aber diese gerade momentan super angesagt sind, kann sich diese ganz einfach faken. Hierzu braucht ihr einfach nur einen Pinsel und ein Augenbrauengel. Da gebt ihr einfach ein wenig von dem Augenbrauengel auf euren Pinsel drauf, tupft es leicht an eurem Handrücken ab und könnt auch schon direkt mit dem Pinsel auf euer Gesicht draufdrücken. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch nochmal einen Augenbrauenstift verwenden, um ein paar Sommersprossen ein bisschen größer zu malen. Danach könnt ihr nochmal mit eurem Make-up-Pinsel über die Sommersprossen drüber gehen, damit das Ganze wirklich super schön natürlich ausschaut und nicht viel zu aufgesetzt. Ich denke, jeder von uns kennt diese lästigen Streifen auf dem Körper, die man nach dem Sonnen hat, wenn man ein Bikini mit Trägern oder auch ein Top getragen hat. Deswegen ist es hierbei empfehlenswert, immer einen trägerlosen Bikini beim Sonnen zu tragen, damit man solche lästigen Abdrücke am Ende nicht mehr hat. Nach der schönen Sonnenbräune kann man seinen vorherigen Make-up-Ton total vergessen, denn er ist viel zu hell. Hier kann man sein Make-up aber ganz einfach retten, indem man es mit einem etwas dunkleren Ton zusammenmischt. Von dem dunklen Ton tut ihr dann so viel in euer Make-up rein, bis es den gewünschten Ton erreicht hat. Wer im Sommer nicht auf lange Beine verzichten und auch keine High Heels zu kurzen Shorts kombinieren möchte, der kann hierzu ganz einfach zu schlichten Sandalen mit einer kleinen Erhöhung greifen. Denn diese lassen das Bein ebenfalls länger wirken. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch dieses Problem, denn ich habe immer wieder Kopfschmerzen beim Sonnen bekommen und damit mir das Ganze nicht mehr passiert, trage ich seitdem immer etwas auf dem Kopf, wenn ich mich sonne, sei es ein Handtuch, Shirt oder wie auch in diesem Video ein Tuch, welches ich mir einfach um den Kopf drum herum wickle. So schütze ich meinen Kopf vor der direkten Sonneneinstrahlung und verhindere weitere Kopfschmerzen. Vielleicht habt ihr auch so alte dreckige Schuhe, die ihr im Regen, zum Sport, für die Gartenarbeit und so weiter getragen habt, die ihr aber nun für den Sommer strahlend sauber kriegen möchtet, dann solltet ihr euren Schuh mit Waschmittel komplett abschrubben. Nehmt am besten die Schnürsenkel raus und fängt an, den Schuh von allen Seiten mit einer Bürste richtig hart abzuschrubben. Am Ende müsst ihr noch die Schnürsenkel waschen und die Schuhe zum Trocknen hinstellen. Am Ende sehen eure Schuhe aus wie neu. Kratzer oder ähnliches kriegt man natürlich durchs Waschen nicht raus, aber habt dafür schöne, saubere Schuhe. Auch die Beine könnt ihr mit diesem einfachen Trick für den Sommer vorbereiten, indem ihr einfach einen Männerrasierer, Shampoo statt Rasierschaum und eine Body Lotion verwendet. Schäumt eure Beine mit dem Shampoo ein, rasiert diese vorsichtig mit dem Rasierer. Ich mache es gerne in die entgegengesetzte Wachstumsrichtung, damit auch schön alle Härchen mitgenommen werden. Nach dem Rasieren fühlen sich die Beine auch schon direkt super weich an. Cremt sie natürlich zusätzlich nochmal ein am Ende, damit ihr der Haut auch schön Feuchtigkeit spendet. Und fertig sind auch schon eure schönen Beine. So Leute, das war's auch schon mit meinen ganzen Sommerhacks. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Vielleicht konntet ihr das eine oder andere auch für die Zukunft mitnehmen. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!